Ich habe sie immer wie so eine Spinne gesehen, die dann so ihr Netz so um ihn herum webt. Und es ist so interessant, diese ganzen kleinen Werkzeuge zu benutzen, die halt bei ihm ziehen. Der Berliner Psychiater Viktor Larenz will sich auf der Nordseeinsel Parkum dem zweiten Jahrestag des Verschwindens seiner Tochter Josie entziehen. Der mysteriösen Anna Spiegel gelingt es jedoch, Viktor in seinem Rückzugsort aufzuspüren. Sie möchte unbedingt seine Hilfe, weil sie von Wahnvorstellungen gequält wird. In diesen verschwindet ein kleines Mädchen spurlos, ebenso wie damals Josie. Viktor beginnt schließlich mit einer Therapie für Anna, die schon bald zum dramatischen Katz-und-Maus-Spiel wird. Josie kommt nicht zurück. Meine Tochter lebt. Ich bin ganz sicher. Was ist bloß los mit dir? Irgendjemand lügt. Die sechsteilige Prime-Video-Serie Die Therapie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sebastian Fitzek. Inszeniert wurde sie von den beiden Regisseuren Thor Freudenthal und Ivan Sainz Pardo. Emma Bading ist in der Serie als Anna Spiegel zu sehen. Per Videocall haben wir die Schauspielerin zum Interview getroffen. Hallo Emma, also erstmal auch Glückwunsch zu deinem Schauspiel. Also ich fand es ganz, ganz toll gespielt. Ah, oh, danke schön. Vielleicht kannst du kurz zum Einstieg sagen, was hat dich denn besonders daran gereizt, die Anna Spiegel zu spielen? Ja, also auf jeden Fall ihr Geheimnis. Das fand ich am allerbesten. Am Anfang habe ich so gedacht, vielleicht so ein bisschen so ein Frauenklischee, wieder so die kranke, hilflose Frau, die bei einem Mann dann irgendwie ja um Hilfe bittet und dann nicht alleine klarkommt und so. Und dann dachte ich so, erstmal. Und dann war ich so, als ich dann so die Drehbücher weitergelesen habe, dachte ich, oh mein Gott, die entfaltet so viele verschiedene Ebenen. Und das ist alles nur so eine Art, ja, eine Masche oder ein Spiel. Ich habe sie immer wie so eine Spinne gesehen, die dann so ihr Netz so um ihn herum webt. Und es ist so interessant, diese ganzen kleinen Werkzeuge zu benutzen, die halt bei ihm ziehen. Und das hat mir total viel Freude bereitet, das zu spielen. Ja. Und Anna hat ja so eine ganz spezielle Art, wie sie redet, wie sie sich bewegt, was sie halt für eine Mimik hat. Habt ihr das so Schritt für Schritt erarbeitet oder genau, wie war so vielleicht der Entstehungsprozess? Also ich habe mir das schon sehr viel, habe ich mir selber, also eigenständig erarbeitet, bevor ich sogar zum Casting gegangen bin, ne? Ich hatte ja ein ganz normales Live-Casting, wie viele andere auch. Und ich habe tatsächlich, also manchmal arbeite ich mit Tieren und ich habe tatsächlich mir so die Spinne für sie genommen. Und dann, also ich arbeite mit sehr vielen Bildern. Und zum Beispiel eine Technik, die ich dann auch beim Drehen hatte, die habe ich gar nicht so viel mit den Regisseuren kommuniziert. Ich glaube, die wissen das bis heute gar nicht so richtig. Jetzt kriegt ihr so richtiges Insiderwissen. Ist so zum Beispiel ein Bild war, eine weiße Leinwand im Kopf zu haben. Einfach nur eine weiße Leinwand. Das bei mir zum Beispiel, bei mir persönlich als Emma geht immer sehr viel ab. Da passiert so viel. Aber als Anna habe ich zum Beispiel diese, ich bin sozusagen einfach nur eine weiße Wand. Und ich guck mal, was der andere mir gibt und was er quasi sozusagen auf mich drauf malt, um dann zu gucken, was ich damit mache. Also es hat mich sehr aufmerksam gemacht auf das, was mir der andere gibt. Nur alleine so ein Bild zu haben. Ich bin eine Leinwand und jetzt bin ich sehr wachsam darauf, was du mir jetzt gibst, was du jetzt darauf zeichnest. Und ich werde alles sozusagen wieder gegen dich verwenden. Das war zum Beispiel ein Bild, mit dem ich gearbeitet habe oder zum Beispiel, ich habe gelernt, auf High Heels zu laufen für die Rolle. Das war auch eine sehr große Herausforderung. Da habe ich zum Beispiel mir so einen Heliumluftballon vorgestellt, dass der in meiner Brust ist und das, also in meinem Brustraum so, und dass er quasi mich die ganze Zeit so anhebt, dass ich so eine Leichtigkeit bekomme im Gang, dass ich nicht so, ich laufe manchmal selber immer sehr, ich glaube, sehr bodenständig und sehr fest. Und das musste ich komplett verändern für Anna. Das war auch so ein Ding, ja. Genau, und es hat, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut funktioniert, auf jeden Fall. Und Danke. es ist so, dass du zum Beispiel, wenn du eben, also bevor du die Rolle angehst, den Roman liest oder sagst, nee, das ist ja jetzt quasi eine Serie, es wird verfilmt und ich lese dann nur das Drehbuch. Also ich habe mich entschieden, nur das Drehbuch zu lesen, weil ich wollte irgendwie nicht beeinflusst werden weil wir sind ja auch ein bisschen vom Roman, von der Romanvorlage so ein bisschen abgewichen und ich wollte mich irgendwie, ja, wollte frei davon sein und habe dann mich entschieden, nur die Drehbücher zu lesen, genau. Gestern war eine Frau hier, die hat sich nach Ihnen erkundigt. Hat einen Hammer gekauft. Was machen Sie hier? Mir geht es nicht gut. Psychisch. Wenn die wirklich irre ist, dann musst du vorbereitet sein. Und wie ist es für dich als Schauspielerin, wenn du an einem Projekt mit zwei verschiedenen Regisseuren arbeitest? Also es war auch mein erstes Mal, mit zwei verschiedenen Regisseuren zu arbeiten.
Ich hatte mal eine Serie gemacht, wo nur eine Regieperson da war und für eine Person ist so eine ganze Serie schon echt schwer zu wuppen, glaube ich. Die Person hatte noch nicht mal mehr irgendwelche Wochenenden für sich, weil es muss dann schon wieder Location Tour, da hat sich irgendwas geändert und dann da. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Die konnten sich die Arbeit sehr gut aufteilen und hatten dementsprechend auch Zeit, wenn wir irgendwie zwischendrin auch nochmal so Fragen hatten zum Thema, also Textänderungen oder wenn wir uns irgendwie noch nicht ganz sicher gefühlt haben, da waren die dann auch da. Und das fand ich total gut, dass die sich da aufgeteilt haben. Aber es war manchmal auch sehr verwirrend. An einem Tag, was hat manchmal wirklich im Tag gewechselt. Also dass die eine Szene hat dann Ivan gemacht und die andere Szene hat dann Thor gemacht. Und dann muss man sich auch immer wieder auf einen neuen Menschen so einstellen. Und sie sind auch sehr unterschiedlich. Sie haben sich auch gut ergänzt, würde ich sagen. Aber ist auch eine Herausforderung für mich, auch dieses Vertrauen immer wieder neu aufzubauen. Aber als es dann irgendwann hatte, ging es dann sehr gut. Ja, finde ich eine sehr interessante und gute Art auch zu arbeiten. Sobald die Geheimnisse auf dem Tisch liegen, geht es allen besser. Auf welcher Seite stehst du? Unabhängig von deiner Figur, was würdest du sagen, ist so für dich persönlich vielleicht das Interessanteste an der Serie? Aber das Interessanteste ist auf jeden Fall, dass man sich auf viele überraschende Wendungen einstellen kann. Das ist auf jeden Fall gegeben und auf viele Geheimnisse. Man kann sich nie wirklich sicher sein, was stimmt jetzt eigentlich und was nicht. Also das finde ich sehr gut, dass man sich nie so ausruhen kann. Das hat ja auch ein guter Psychothriller so an sich. Ja, absolut. Genau, und Psychothriller sind ja generell ein sehr beliebtes Genre. Was glaubst du, woher kommt so die Faszination von vielen Menschen eben so vielleicht auch für das Abgründige, für so die dunklen Seiten des Menschen? Oh, was für eine Frage. Ich würde sagen, weil wir sie alle haben. Wir haben alle sehr tiefe Abgründe. Und weil wir in unserer Gesellschaft, glaube ich, die nicht wirklich zeigen können. Und deswegen... Ja, also ich glaube, die werden sehr tabuisiert, viele unserer Abgründe. Und deswegen glaube ich, auch gerade in Deutschland ist ja auch so ein Riesending, dass wir alle so gerne Krimis und so gucken. Ich weiß nicht, was da alles bei uns noch schlummert, was wir irgendwie nicht ausleben, was wir dann in der Fantasie, in den Filmen, in den fantastischen Welten irgendwie sehen müssen, um das zu kompensieren. Das glaube ich schon, das interessiert mich auch selber. Ich habe auch jetzt selber 3 Kurzfilme gemacht und ich studiere jetzt an der Filmakademie Baden-Württemberg Regie und das sind auch, ich interessiere mich sehr für die Abgründe der Menschen und habe auch richtig Bock, darüber Geschichten zu erzählen. Genau, wenn du jetzt sagst, dass du selber Regie studierst, ist es dann so, jetzt zum Beispiel, sag ich mal, in der Phase jetzt, wenn du solche Film- und Serienprojekte hast, dass du da mit einem ganz anderen Blick vielleicht oder dich ganz anders am Set vielleicht bewegst oder auf andere Sachen achtest als in der Zeit davor? Definitiv. Absolut. Also da bei Therapie hatte ich erstes Aufnahmegespräch. Tatsächlich dieses Bild, was ihr hier seht, diese Szene habe ich gedreht, als ich per Zoom das Aufnahmegespräch für Ludwigsburg hatte. Und ich stand noch so an der Tür, musste dann noch diese Szene spielen, wie ich da klopfe und dann so und aus. Und ich musste schnell in meinen Wagen rennen. Und dann habe ich dieses Aufnahmegespräch gehabt und dann wurde ich glücklicherweise aufgenommen. Aber da hatte ich ja noch gar nicht studiert. Aber jetzt habe ich einen Film gedreht, wo ich jetzt schon... Ich bin jetzt seit einem Jahr dort an der Filmakademie und ich habe jetzt Sachen gemacht, die habe ich vorher nie gemacht. Also ich habe das erste Mal zum Beispiel so dieses Mikrofon als Team, ich habe zum Beispiel, warte mal, was war ich denn? Komparsenbetreuerin zum Beispiel oder Maskenbildassistentin. Und da ist mir erstmal klar geworden, was ist das eigentlich für ein krasser Job? Also ganz, ganz anders als der Schauspieljob oder der Regieberuf. Das ist alles sehr kreativ und nicht so, ist auch sehr alleine. Als Schauspieler ist man immer sehr, habe ich das Gefühl, also oft auch sehr für sich. Und dort ist man dann so richtig im Team mit integriert. Du musst einfach funktionieren, du musst sehr wach sein und alles irgendwie immer im Blick haben. Und dass dir da die Komparsen nicht wegrennen, das war so eine andere Anforderung für mich. Und seitdem habe ich, glaube ich, viel mehr Respekt und denke, das ist echt eine krasse Arbeit für Leute, die auch hinter der Kamera arbeiten, auch eher in den kleineren Departments irgendwie so, wo ich denke, geil. Also es hat mir auch Spaß gemacht, aber es ist auch wahnsinnig anstrengend. Ja, ich bin sehr froh, Schauspielerin und Regisseurin zu sein. Genau, glaube ich. Ja, genau. Ich glaube auch, man nimmt viele Departments auch so, sag ich mal, als Laie oder Außenstelle, wenn man sich Sachen anguckt, gar nicht so wahr und kriegt dann, ne, wahrscheinlich mal einen fundierteren Einblick, wenn man dann selber in ganz andere Prozesse so involviert ist.
Voll, voll. Und vor allem, wie es auch ist, wenn man die ganze Zeit so, du hast ja so ein Headset so, ich weiß nicht, wie man es nennt, ist total bescheuert, dass ich es jetzt nicht weiß. Und dann hast du die ganze Zeit im Ohr und dann reden ja die ganze Zeit irgendwelche Leute auf irgendwelchen Kanälen und du wirst da irgendwann verrückt. Also da wirst du wirklich dann schizophren. Da hörst du dann wirklich Stimmen nachts. Davon berichten auch manche Teammitglieder. Als Schauspielerin habe ich das natürlich nie im Ohr und höre das alles gar nicht. Oder eine Sache, habe ich noch Zeit, ich will noch eine Sache erzählen, die ich auch sehr Gerne. beeindruckend fand, vom Set von dem Studio. Wir haben ja komplettes Studio nachgebaut. Der ganze Innenraum von dem Strandhaus ist ja Studio. Und wenn man da durchs Fenster durchguckt, sieht man ja das schöne Wattenmeer, den Horizont und so weiter. Das sind alles einfach nur so Leinwandaufsteller gewesen, wo es drauf fotografiert, drauf gedruckt worden ist, diese Fotos davon. Und davor wurden dann so wirklich Sand aufgeschüttet im Studio und dann diese Dünen wurden da extra alle so einzeln reingesteckt, damit es alles so, ja, einfach echt aussieht. Und da bin ich da so durchgegangen und zwischen den Szenen guckte ich da einmal so aus dem Fenster. Und dann habe ich eine Person gesehen, die saß auf dem Boden im Sand und hat mit einem Wischmopp diese reingesteckten Dünen so leicht bewegt, als ob der Wind quasi so leicht da so durchgeht. Das hat die den ganzen Tag gemacht, solange man also halt in diese Richtung gefilmt hat. Da denkst du dir echt so, man ist sich so viel, so einem Aufwand, ist man sich gar nicht bewusst, wenn man so eine Serie dann sieht, dass da jemand sitzt und dann extra nur für diese Dünen, dass die sich so leicht bewegen im Hintergrund hinterm Fenster. Das ist doch der Wahnsinn. Also, das ist krass. Also die Geschichte handelt von einem kleinen Mädchen, das an einer unbekannten Krankheit leidet. Und eines Tages, da verschwindet dieses Mädchen. Spurlos. Und was würdest du vielleicht sagen, ist der Vorteil, wenn man jetzt so einen Stoff wie die Therapie als sechsteilige Serie erzählt, im Vergleich vielleicht zu einem zweistündigen Kinofilm? Man geht auf eine Reise mit den Figuren und kann sich da auch wirklich drauf einlassen. Und man kann sich das ja auch dann einteilen, wie es halt bei Serien so ist, dass einem das über mehrere Tage begleitet. Und ja, man kann auch mal irgendwie tiefer in diese Welt einsteigen. Das finde ich sehr toll. Alles klar, ja. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke auch. Ja.